Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Und wir reagieren auf ein, ja, ich will nicht sagen älteres Video, aber es ist schon ein bisschen älter. Und so auf das Video von KuchenTV, der hat den schlimmsten TikTok-Account vorstellt. Alle, die auf TikTok unterwegs sind, nehmen wir mal Rage-mäßig die Farbe, kennen ja, mitreden. Das ist so ein sehr kontroverser Kanal, der eigentlich Themen angehen soll wie Rassismus, Frauenrechte und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es ein beschissener Kanal, er heißt Mitreden, man kann stitchen und so weiter, man soll duetten, man soll sich in den Kommentaren mit auseinandersetzen, mit denen reden. Und was passiert? Sie stellen permanent Stitchen aus, dann sie deaktivieren Stitch und Duett, also man kann nicht mal interagieren. Dann werden die Kommentare deaktiviert, Kommentare werden gelöscht und ja, und ich glaube, es gibt schon eine Petition, dass über 40.000 Leute oder so unterschrieben haben, dass dieser Kanal endlich löschen soll. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ändern wird, weil es wird auch keiner sagen, löscht den Kanal von, ich weiß jetzt nicht genau, wie die alle heißen, aber ja, jetzt nur so zum Beispiel, löscht den Kanal von, weiß ich jetzt nicht, aber löscht einfach von irgendeinem, vom Chamo oder so, und das wird er nie im Leben machen, weil ich glaube kaum, dass die Auflage liefern, dass jetzt TikTok sagt, wir löschen den Kanal oder so. Beginnen wir mal, gucken wir uns das Video an. Jo, Freunde der Mitsprache, ich habe ja bereits vor einigen Wochen ein Video zum TikTok-Kanal Mitreden gemacht und ich dachte einfach mal, dass wir nach ein paar Wochen nochmal vorbeischauen und gucken, was die so aus sich gemacht haben. Und wir fangen sogar tatsächlich mit etwas Positivem an. Und zwar habe ich ja im letzten Video kritisiert, dass sie sich halt überhaupt nicht mit dem Problem von Männern beschäftigen, obwohl sie immer wieder sagen, dass Feminismus ja auch gut für Männer ist. Das haben sie jetzt tatsächlich nachgeholt und haben unter anderem folgenden TikTok hochgeladen. Ich weiß nicht, was mit der ist. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist. Und das ist sogar. Irgendwie verstört mich dieses Video. Irgendwie verstört mich dieses Video. Also, no front oder so, aber. Alter, mir macht das irgendwie Angst. Tatsächlich richtig, was sie da sagen. In unserer Gesellschaft gibt es halt immer noch in weiten Teilen dieses Standardrollenbild, dass ein Mann niemals Schwäche zeigen darf. Du musst männlich sein. Und männlich sein ist nur, wer Samstag um 15.30 Uhr mit einem Bier auf der Couch sitzt und Fußball spielt. Oh, ja. Es ist halt auch tatsächlich so, dass Männer unter anderem eine niedrigere Lebenserwartung haben, weil sie nicht so häufig zum Arzt gehen. Ich meine, man kennt ja sowas hier. Meinst du nicht, es wäre besser, wenn du damit mal zum Arzt gehst? Ach Quatsch, man muss doch nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen. Bro, du hattest einen Unfall und dein Arm liegt abgerissen daneben. Geh mal weiter mit Barbie spielen, du Mädchen. Männer gehen zum Beispiel auch deutlich weniger zu Vorsorgeuntersuchungen. Dadurch sterben sie häufiger an Krankheiten wie Krebs, obwohl sie durch eine Vorsorgeuntersuchung das Ganze vielleicht überlebt hätten, weil man das Ganze dann in einem früheren Stadium erkannt hätte. Das Ganze ist tatsächlich auch durch Zahlen bewiesen. Die kaufmännische Krankenkasse hat zum Beispiel einfach mal die Daten ihrer Versicherten ausgewertet. 94% der Frauen waren im Jahr zuvor bei einem Arzt, allerdings nur 84% der Männer. Was ich hier sehr schade finde, ist die Tatsache, dass sie sich der Kritik nur über Frauen zu sprechen, zu Herzen genommen haben und jetzt auch vereinzelt Videos über die Probleme von Männern machen. Und trotzdem liest man in den Kommentaren die ganze Zeit sowas hier. Wie sie jetzt einen auf Männer soll uns auch wichtig machen. Ich meine, was sollen sie denn sonst machen? Also, wenn sie solche TikToks nicht erstellen, dann berichten sie einfach einseitig und werden dafür kritisiert. Und wenn genau sie auch über es. Die Probleme von Männern sprechen, dann machen sie das nur, um sich der Kritik zu entziehen. Also sie können praktisch dabei halt nur... Sie kommen ja nicht aus diesem Hamsterrad raus. Das ist es ja auch. Ich meine, du kannst es nicht jedem recht machen. Und das ist auch, denke ich mal, das Ganze. Ich meine, willst du es den einen recht machen? Oder selbst vielleicht sogar den einen gleichen kannst du es nicht recht machen. Wenn er einen Pick auf diesem Kanal hat. Und sei es nicht mal, weil er irgendwas dagegen hat, sondern weil 10 seiner Freunde sagen, es ist scheiße, der Kanal. Kannst du es denen auch nicht recht machen. Verlieren. Das ist ja das gleiche, genau so wie Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. Auch solche Kommentare verstehe ich zum Beispiel nicht. Danke, wusste nicht, dass ich weinen darf. Natürlich ist es klar, dass jeder Mensch weinen darf. Vollkommen egal, welches der 5000 Geschlechter du hast. Aber in den klassischen Rollenbildern eben nicht. Und es gibt noch sehr viele, vor allem ältere Männer, die immer noch der Meinung sind, dass ein Mann halt stark sein muss und weinen ein Zeichen von Schwäche ist. Was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob eure Großeltern, Eltern oder Onkel, irgendwelche Verwandten das noch so sehen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dazu gibt es sogar auf change.org eine Petition, die den TikTok-Kanal Mitreden verbieten lassen möchte. Auch das wurde mir halt schon des Öfteren zugesendet und ich frage mich, warum eigentlich? Denkt ihr wirklich, dass wenn man da 50 oder 100.000 Unterschriften zusammenbekommt, dass TikTok... Genau, das ist das Thema.
Nie im Leben. Nie im Leben werden die den Kanal löschen. Wenn da 50.000 unterschreiben, das ist ja... Warum? Du willst auch nicht deinen Kanal löschen, wenn du keine Ahnung, 100.000 Abonnenten hast, weil sich 10.000 Leute dagegen stellen. Und sich so denkt, ja okay, dann löschen wir den jetzt. Ich meine, der Kanal wird wahrscheinlich täglich hunderte Male gemeldet und TikTok ist das vollkommen egal. Aber nach so einer Petition denken sie sich, ja okay, dann löschen wir den jetzt. Ihr habt uns überzeugt. Also wer das wirklich glaubt, der sollte sich mal Gedanken machen. Aber fangen wir mal an. Das Video, was ich am schlimmsten finde, ist das, wo sie über Periodenblut reden. Da sagen sie nämlich Folgendes. 2 Milliarden Menschen haben ihre Tage und das Blut in der Tamponwerbung ist immer noch blau. Oder roter Glitzer. Das nennt man übrigens Periodenshaming. In irgendwelchen Horrorfilmen gucken wir zu, wie das Blut nur so spritzt. Aber Periodenblut ist eklig? What the fuck? Dieses Video ist halt wirklich der größte Schwachsinn. Und der Vergleich mit dem Horrorfilm hinkt halt auch ganz schön. Horrorfilme, wo das Blut nur so spritzt, die sind normalerweise ab 18 freigegeben. Und die laufen im Fernsehen nicht um 14 oder 16 Uhr, sondern sind ab 18 freigegeben und dürfen daher erst ab 22 Uhr ausgestrahlt werden. Auch auf Netflix, Amazon Prime oder Sky gibt es da einen Jugendschutzpin, damit Jugendliche eben solche Filme nicht einfach anschauen können. Zumindest kann man das einstellen. Dazu kommt noch, dass jeder Mensch selber entscheiden kann, ob er diesen Horrorfilm sehen möchte oder nicht. Mhm. Bei einer Werbung ist das natürlich schon deutlich schwieriger, weil die geht halt nur 10 Sekunden und da geht's natürlich direkt zur Sache. Da hat man meistens ja nicht mal mehr die Zeit, die Fernbedienung zu suchen, da ist die Werbung schon vorbei. Dazu gibt es bei solchen Horrorfilmen meistens am Anfang nochmal die Meldung, dass die Szenen auf einige Zuschauer verstörend wirken können. Dazu gibt es natürlich noch Menschen, die einfach kein Blut sehen können und ich habe zumindest gelesen, dass die blaue Farbe einfach vertrauter und freundlicher wirkt und eher zum Kauf anregt. Es gab in Australien auch tatsächlich schon mal eine Bindenwerbung, wo richtiges Blut gezeigt worden ist. Daraufhin gab es über 600 Beschwerden, die zwar allesamt abgeschmettert worden sind, aber viele Leute haben sich tatsächlich darüber empört. Dass die Periode in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema ist, finde ich auch nicht gut. Und ich finde auch, dass man offener darüber reden sollte, weil wie die ja auch in dem Video sagen, ist das einfach was komplett Normales. Ob man jetzt aber wirklich Blut in der Werbung zeigen sollte und ob das Ganze Periodenshaming ist, ich denke mal, darüber kann man diskutieren. In Werbungen für... Periodenshaming? Also, nein, sorry. Ich meine, es ist auf jeden Fall alles richtig, was sie sagt, aber... BTF. Windeln wird ja auch kein Kot oder Urin gezeigt, genau da so arbeitet man ja ebenfalls mit der blauen Farbe. Das ist Pampers-Shaming. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass egal bei was man kritisiert, heutzutage immer ein Shaming hinterhängen muss? Naja, aber machen wir weiter. Geil ist auch dieses Video Shaming. Wieder. So kannst jetzt kommt du das. Betroffene von Rassismus und Diskriminierung helfen. Sei ein Ally. Zu Deutsch, sei ein Verbündeter. Stell dich auf die Seite von den Menschen, die diskriminiert oder rassistisch angegangen werden. Du nutzt einfach deine Privilegien, um zu helfen. Stell dir vor, du stehst mit deinen Freunden auf dem Schulhof und merkst, dein BPOC-Partner oder Freund möchte etwas sagen. Ganz ehrlich, gib ihm doch einfach deine Redezeit. Somit hast du ihm geholfen. Junge, was ist das denn für eine komplett komische Situation? Als ob ich mit meinen Kollegen auf dem Schulhof chille, gerade rede und dann sehe, dass mein schwarzer Freund etwas sagen möchte und sage, Obacht, mein schwarzer Freund möchte eine Mitteilung verkünden. Höre dem zu. Sie tut einfach so, als würden Menschen aus anderen Kulturen in Gruppen mit Deutschen einfach nie irgendetwas sagen können, außer wenn man es ihnen erlaubt. Wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin, dann... Allein diese Szene... wäre der totale Rassismus. Ich meine, er darf nicht reden und nur wenn der Weiße sagt, du darfst reden, darf er reden, das ist ja der pure Rassismus. Es ist vollkommen egal, was für eine Herkunft irgendein Mensch hat. Jeder redet einfach dann, wenn er Bock hat. Vor allem ist es ein weißes Privileg, dass wenn ich in einer Gruppe chille, was sagen darf, was Schwarze anscheinend nicht haben. Denkst du wirklich so, dass man Betroffenen von Diskriminierung immer helfen sollte und dass man einschreiten sollte, wenn man so etwas mitbekommt? Das finde ich richtig gut und da bin ich auch dafür. Aber die Situation, die hier genannt worden ist, ist halt absolut weltfremd und macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, in dieser Situation würde der Schwarze sogar bevorzugt werden, was die Person wahrscheinlich auch nicht möchte. Denn sobald er irgendeine Handbewegung macht, dass er was sagen möchte, sind alle sofort still und lassen erstmal den Schwarzen reden. Ist das Gleichberechtigung? Jetzt kümmern wir uns mal darum, dass sie auf dem TikTok-Kanal die Kommentare deaktiviert haben. Dazu haben sie 2 Videos gemacht. In einem sagen sie dazu Folgendes. Wie ihr anscheinend bemerkt habt, haben wir die Kommentarfunktion eingeschränkt. Dazu haben wir uns entschieden, weil in unseren Kommentaren so viele diskriminierende, menschenverachtende und gewaltvolle Kommentare stehen, die wir nicht tolerieren. Dass Beleidigungen und diskriminierende Äußerungen überhaupt nicht klar gehen, das sehe ich genauso. Deswegen auch der Appell an euch. Wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt oder euch irgendwas nicht gefällt, dann bleibt bitte sachlich. Beleidigt nicht und greift auch niemanden aufgrund seiner Meinung an. Diskutiert entweder ganz normal oder lasst es halt einfach komplett. Das gleiche gilt natürlich auch dafür, wenn ihr irgendwelche Leute aus welchem Grund auch immer privat bei Instagram oder Co. anschreiben wollt. Allerdings ist es doch klar, dass so wie ihr mit Kritik umgeht, sich die Fronten immer weiter verhindern.
verhärten und sich das Ganze immer weiter hochpusht. Ihr macht Videos, wo ihr teilweise Fehlinformationen verbreitet oder die Punkte nicht richtig rüberbringt. Auf berechtigte Kritik zu diesen Videos geht ihr dann aber wirklich überhaupt nicht ein, sondern befasst euch quasi nur mit dem positiven Feedback, was bei euch ungefähr 1% aller Kommentare ausmacht. Es ist doch klar, dass die Leute sich dann irgendwann verarscht fühlen und einen älteren Umgangston einschlagen, weil sie halt einfach nicht wahrgenommen werden. Ich will das damit halt auch überhaupt nicht relativieren. Beleidigung und Diskriminierung geht nie fit, aber ihr braucht euch doch nicht wundern, wenn ihr so schlecht mit Kritik umgeht. Leute, wir freuen uns selbst total auf die Zeiten, wo wir endlich wieder auf der For You-Page unserer tollen Community landen, die Bock hat, dazu zu lernen, mitzureden und konstruktiv Kritik zu üben. Ah, ihr habt also Bock auf konstruktive Kritik. Das kam mir irgendwie bei den 10.000 Kommentaren, die das gemacht haben, irgendwie nicht so vor, weil effektiv darauf eingegangen seid ihr auch. Warte, lass mich nachgucken. Null. Und an euren TikToks was verändert, habt ihr aufgrund der Kritik ja auch, ich gucke kurz nach, gar nichts. Unser Kanal heißt Mitreden, damit ihr in Diskussionen mitreden könnt, in denen es um Diskriminierung geht. Ah, eure TikToks sind also dafür da, dass man anschließend in Diskussionen zum Thema Diskriminierung mitreden kann. Also mal abgesehen von der Tatsache, dass ihr einige TikToks habt, wo ganz klar Fehlinformationen verbreitet worden sind, wie kann ich nach diesem TikTok bitte mitdiskutieren? Boah, ey, kannst du dir mal deine Achseln rasieren? Das ist ekelhaft. Warum? Rasierst du dir deine? Nee, ich bin ja auch ein Mann. Aber du hast doch da Haare. Allein dieses T-Shirt ist der grässlichste Haufen. Aber was ist das für ein komischer Bart? Und ich hab da Haare. Mädels und Jungs, ob ihr euch rasiert oder nicht, völlig egal. Hauptsache, es ist eure Entscheidung. Your body, your choice, gilt auch für Haare. Das Einzige, was ihr da sagt, ist, dass jeder Mensch selbst entscheiden soll, wo er Haare haben möchte und wo nicht. Und das ist absolut richtig, das sehe ich genauso. Aber das ist halt keine Argumentationsgrundlage, den ihr den Leuten da mitgebt. In einer Diskussion über Körperbehaarung könnte ich aufgrund dieses TikToks einfach überhaupt nicht mitreden. Fakten wie, dass die Körperbehaarung zum Beispiel nichts mit Hygiene zu tun hat, wäre zum Beispiel ein Punkt, den man in so einer Diskussion bringen könnte. Allerdings habt ihr den zum Beispiel einfach gar nicht genannt. Stattdessen wird einfach nur gesagt, entscheide selber. Und ja, wie gesagt, ist halt richtig, aber das ist in der Diskussion kein Punkt. Dazu gibt es natürlich noch viele andere TikToks, aber das habe ich ja schon in meinem anderen Video gezeigt. Gucken wir uns das Video mal weiter an. Wir freuen uns über alle neugierigen Nachfragen, aber wir wollen hier nicht nochmal neu diskutieren, ob etwas diskriminierend ist. Denn das wissen Betroffene immer am besten. Das habe ich auch gesehen. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ihr wollt also nicht darüber diskutieren, ob bestimmte Begriffe diskriminierend sind oder nicht, weil Betroffene das ja immer am besten wissen. Ich habe in euren Kommentaren auch super viele schwarze Personen gesehen, die gesagt haben, dass das kompletter Schwachsinn ist, was ihr da redet. Obwohl die ja ebenfalls betroffen sind. Aber eure Moderatorin hat jetzt recht, weil sie ist betroffen, aber andere Betroffene, die das nicht so sehen, haben nicht recht. Warum auch immer. Sie gehen also einem Austausch hier schon komplett aus dem Weg, indem sie einfach sagen, ja, also wir wissen das am besten, weil wir sind betroffen. Betroffenen Personen zu 100% die Macht darüber zu geben, was jetzt diskriminierend ist und was nicht, macht halt überhaupt keinen Sinn. Versteht mich nicht falsch. Natürlich sollten nicht irgendwelche White Boys darüber entscheiden, ob das N-Wort rassistisch ist oder nicht. Mal abgesehen davon, dass das ja auch komplett in die Definition der Wörter passt. Aber wisst ihr zum Beispiel, warum ein Richter keinen Fall entscheiden darf, in dem er selber involviert ist? Zum Beispiel, wenn sein Kind entführt worden ist oder sowas. Weil er befangen ist und sich kein objektives Urteil darüber bilden kann. Wenn ich zum Beispiel darüber entscheide, ob ein Spruch gegen Deutsche diskriminierend ist oder nicht, dann denke ich darüber ja nicht objektiv nach, weil ich bin befangen, weil ich der Betroffene bin. Ich fühle mich vielleicht getroffen, obwohl es objektiv dafür überhaupt gar keinen Grund gibt, weil es auch laut der Definition einfach überhaupt keine Diskriminierung ist. Aber vielleicht bin ich einfach eine Person, die grundsätzlich schnell angegriffen ist von irgendwelchen Alter, Sachen. Ist mega gut. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass zum Beispiel eine schwarze Person in jeder Diskussion einfach immer sagen könnte, nö, das war jetzt diskriminierend, ich bin betroffen, ich weiß das am besten. Einfach nur, um sich der Diskussion zu entziehen, die man eventuell gerade am verlieren ist. Ebenso könnte man dann jede Aktion eines anderen Menschen direkt als rassistisch oder diskriminierend abstempeln und sich so in die Opferrolle packen, obwohl das vielleicht überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Betroffene Personen sollten natürlich das größte Mitspracherecht haben und ihnen sollte da auf jeden Fall zugehört werden. Aber sie sollten nicht zu 100% alleine entscheiden, denn sowas kann sehr schnell ausgenutzt werden. Was gerade in der heutigen Zeit wahrscheinlich sehr oft passieren würde. Also auch hier wäre es wahrscheinlich das Klügste, einfach offen mit der Kritik umzugehen und auch über solche Sachen zu diskutieren. Denn wenn beide Seiten ihre Standpunkte vortragen, dann nähert man sich vielleicht an und versteht die andere Seite deutlich besser. Wenn man natürlich alles abblockt, überhaupt nicht drauf eingeht und die Kommentare einschränkt, dann verhärten sich natürlich die Fronten. Aber das ist wahrscheinlich auch das Beste, was man machen kann. Denn so kommt man ganz sicher zu einem guten Ergebnis. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich finde, sie haben einige TikToks, die ich komplett nachvollziehen kann.
Allerdings sind die Moderatoren einfach komplett unsympathisch und mega oft labern sie halt auch nicht so intelligente Sachen in die Kamera. Sie haben jetzt ja schon die Kritik runtergefahren, indem sie die Kommentare eingeschränkt haben. Anstatt sich mal Gedanken darüber zu machen, warum gerade ihr Kanal so heftig gehatet wird. Stattdessen werden alle einfach als White Boys Trolle abgestempelt und die Leute werden einfach überhaupt nicht ernst genommen. Ja, das ist bestimmt der beste Weg, damit umzugehen. Das ist wirklich sehr schade, denn der Kanal geht teilweise ins Extreme und gerade da wäre ein offener Austausch einfach schön, damit man sich ein bisschen annähert. Ich finde den Umgang mit Kritik auf dieser Seite wirklich sehr, sehr kritisch. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, ist auf jeden Fall richtig so. Ist auf jeden Fall ziemlich, ja, was hält ihr vom Kanal? Ich muss sagen, er bringt es auf jeden Fall auf den Punkt. Also jedes einzelne Thema ist gut gewählt. Ich mag den Kanal auf jeden Fall. Er bringt das echt gut rüber und bringt es auch fett auf den Punkt. Und ich muss sagen, ja, der Kanal ist shit. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall. Die Moderatoren, die könnten ein bisschen besser gewählt sein. Aber ich bin jetzt kein großer Fan von denen. Ich habe vielleicht ein, zwei TikToks gesehen. Bin jetzt nicht absolut so anti gegen die, aber kann jetzt auch nicht sagen, wow, ich liebe die, weil, wie gesagt, für das sehe ich einfach zu wenig. Was soll man? Schreibt es gerne rein. Macht doch gerne das Plus weg. Macht gerne das Plus auf TikTok weg. Aber abonniert den Channel gerne. Lasst doch gerne Daumen oben da. Schaut doch gerne auf Instagram TikTok vorbei. Wir sehen uns hoffentlich, ja, irgendwo. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ciao.